herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir rollen mal ein paar Sachen wieder aus, wo ihr euch wirklich gewünscht habt, dass wir das auf jeden Fall filmerisch begleiten. Und zwar seht ihr hier den Scirocco von dem charmanten Typen. Okay. Nein, ihr erinnert euch, Anfang des Jahres, Patrick hat mir geholfen, den B7 umzubauen, beziehungsweise einen Großteil hast du davon gemacht. Mhm. Und damals war das Auto ja nicht hier, ne? Das stand beim Nachbarn. Stand beim Nachbarn, okay. Der soll auf jeden Fall umgebaut werden. Und da wir in etlichen Kommentaren immer gelesen haben, wir sollen das Ganze auf jeden Fall filmen, habe ich mir gedacht, wir müssen das tun. Jo. So, weil alte Schule, Scirocco, damals 1.8T Frontantrieb, Turbolader, XXL, coole Sache, noch richtig Tuning, gibt es ja heutzutage nicht mehr so viel. Weniger. Deswegen brauchen wir hier Videos von, damit sowas definitiv festgehalten wird. Ja, für die Nachwelt. Für die Nachwelt, bevor es sowas gar nicht mehr gibt. Aber, Punkt 1. Punkt 2, dieses Gefährt hier interessiert scheinbar auch alle. Ja. Egal in welchem Video, das habe ich jetzt immer beobachtet. Egal ob bei Benny, ob hier bei Patrick, sobald irgendwo eine Simson steht, rastet ihr alle mal komplett aus. Ihr müsst mal was mit Simsons und so weiter machen. Warum ist das so? Ich weiß nicht, dass... Weil sie aus deiner Heimat kommen. Die kommen aus meiner Heimat, ja. Ja, die habe ich aber schon relativ lang, ne? Die ist... Erstmal, wir fangen mal ganz anders an. Wie war das damals? Hattest du in der Kindheit auch schon solche Muffel? War mein Anfang. Ich hatte quasi ein Star von meinem Cousin bekommen. Ein Star? Das ist quasi... Ist das nicht ein Fisch normalerweise? Ein... Das ist ein Sperber. Es gibt auch einen Fisch, glaube ich. Das weiß ich. Das ist jedenfalls ein Sperber. Der Star sieht vorne und hinten genauso aus. Der hat nur einen anderen Tank und dieses Teil nicht. Und der Star hatte... Meiner hatte dann das nicht, die Lampe nicht, war hier gerade weggeflext, einfach nur für den Wald. Aber der Star ist auch eine Simson. Ist eine Simson, ja. Ja, eine Simson, okay. Ja. Sah genauso aus, meiner war halt bloß umgebaut, wie gesagt, mit dem Wegflexen. Mhm. Und denn damit hat mein Cousin, ist damit schon übers Acker gebügelt und durch den Wald und damit habe ich angefangen. Den habe ich sogar noch. Mhm. Der steht noch drüben, muss irgendwann mal rübergeholt werden. Drüben, Patricks Lieblingswort. Ja, und... Das Gefährt hier hat mein Kumpel Micha aus der Heimat restauriert für mich, weil ich da absolut keine Ahnung zu habe. Was ist denn deine Heimat, damit die Zuschauer das auch wissen? Das schöne, gute Luckau, wie du da oben an der Heckklappe siehst, 15926. Luckau LC, schön LDS. Das ist in der Nähe von unserer bekannten Finsterwalde-Strecke. Genau, ne? Genau. Weil, jetzt kommt's wieder. Wir sind irgendwann mal beim Viertelmeile fahren und auf einmal kommst du, glaube ich, mit der hier auf den Platz gefahren. Nee, da bin ich mit der EDZ gekommen. Nee, größere, mit der ne? MZ. Und ja, da sagte noch der Kollege aus Dresden so, wie du fährst schon, bist du gar nicht mit Philipp hier? Ich so, nee, ich bin mit dem Motorrad hier. Aus Hannover? Ich so, nee, hier aus Luckau. Wie, du bist ein Ossi. Okay, das sieht ja noch so ein bisschen, das sieht ja so richtig klassisch aus, ne? Ja. Das ist Retro. Ich sehe großes Kennzeichen, das heißt, wir reden hier von 80 Kubik, oder? Nein, 50 Kubik, fuhr aber original 75. Viele denken, dass der 70 Kubik hat, der hat aber 50 Kubik, hat einen utopischen Ansaug drin, der geht hier rein, hier drin ist ein Resonanzkörper, geht dann hier über ein Rohr nach hier oben und nochmal ein Resonanzkörper und nur durch diesen Ansaug fährt das Ding halt 75. Wenn du es wegbaust, 60. Krass. Aber man hört selbst hier wieder, das ist halt bei den Simson-Fahrern krass, so diese Leidenschaft eigentlich in diesem Fahrzeug, ne? Ja. So wie du das gleich hier so, diese Ansaugung, das ist so, das muss dann halt so sein. Okay, Variante 1. Variante 2? Das waren ja die neueren. Mhm. Die kamen dann so in den 80ern, glaube ich. Oder 70er? 70er, 80er. Und das sind ja auch eigentlich die Tuning-mäßig, wobei eigentlich sind alle beliebt, ne? Es gibt ja auch die Schwalbe noch. Schwalbe kennt ja man so, mit dieser Verkleidung so. Das ist übrigens Marius Traum, so eine Schwalbe. Und dann kam halt so was hier, ne? Ich habe ja einen im Dorf, der hat von der Schwalbe jedes Modell. Da gab's ja, jedes Modell? Da gab es ja verschiedene. Ich weiß noch, in meiner Jugendzeit hatte bei uns im Dorf einer so eine S51. Das ist sowas hier. Mhm. Nur, dass die nicht original ist. Mhm. Die war damals original. Da ist man zwar mal im Baumarkt gefahren und hat so ein bisschen nochmal Luftfilter bearbeitet und so weiter. Ne? Ein bisschen Auspuff und so weiter. Aber die Tuning und Fanbase bei den Dingern ist einfach riesig. Ne? Ja. Es gibt immer noch in Suhl ein Treffen jedes Jahr. Mhm. Wie viele Leute kommen da dann so hin? Weiß ich nicht, war noch nie, leider Gottes.
ich habe ja schon öfter drüber gegrübelt, auch mit Marius, eigentlich müsste man im Winter oder wenn man mal wieder Zeit hat, auch nochmal zwei solche Dinger bauen. Einmal eine S51 und einmal eine Schwalbe, beide schön in diesem Alus Orange, ein bisschen schwarz, ein bisschen chrom. Das wäre schon mal schiffig. Dann los. Das wäre auf jeden Fall ein Traum. Kriegt man die überhaupt heute noch zu kaufen? Ja, also als ich so 15 rum war oder jünger, da sind wir mit einem Kumpel, mit Micha, durchs Dorf gegangen und haben halt überall gefragt, wer noch was hat, ne? Und dann haben die halt alle gesagt, die haben wir aus dem Schrott geschmissen, ne? Ja. Wollte ja keiner haben. Ja. Da habe ich dann übrigens auch meine ESR, die da vorne steht, die habe ich halt vom Nachbarn geschenkt gekriegt, als ich so ungefähr 15 war. Ja, ja. Und die habe ich halt, wie gesagt, heute noch. Gibt es sowas bei Mobile? Bestimmt ja nicht. Ich gehe davon aus, ne? Der Markt müsste eigentlich voll sein. So dieses typische mobile App, da wird es ja alles von geben, ne? Schick dich aber nicht über die Preise, ne? Echt? Schwalbe ist utopisch teuer geworden. Jetzt interessiert es mich alleine gerade mal, ich muss unbedingt einmal gerade nur Simson eingeben und einfach mal gucken, wie viele Fahrzeuge es noch gibt. Das ist so das allererste immer, was ja immer interessant ist. So, mobile Fahrzeug hinzufügen. Simson. Zack. Oh, 304 Treffer, mein. Nur unter Namen Simson. Da fällt mir auch gerade. Kennt ihr diesen Werbespot von Mobile? Der läuft jetzt schon ein bisschen länger mit David Hasselhoff. Ja. Moped Rider? Brutal. Ich kenne ihn nicht. Kennst du nicht? Nee. Na, dann wirst du auf jeden Fall gleich beim Schneiden Spaß haben. Du musst ihn dir reinziehen, schneid mal ein paar Szenen rein. Die bauen auf einer Mofa-Kit mehr oder weniger nach. Scan die Umgebung. Meine Sensoren orten ein extrem langsames Fahrzeug im Parkhaus. Also er ist damit unterwegs. Schwarze Mofete, man denkt, Alter, was kommt jetzt? Und dann fahren die so gefühlt mit 25 auf der Straße vorbei und am Ende springt er vom Hochhaus, weil er auf der falschen Seite im Hochhaus ist, weil er das falsche Fahrzeug hat. Ich brauch dich, Kumpel. Schon unterwegs. Die Formel befindet sich in Hartbergs Koffer. Scan die Umgebung. Meine Sensoren orten ein extrem langsames Fahrzeug im Parkhaus. Hartburg ist auf dem anderen Parkdeck. Wir sehen uns in Takatukaland! Wollen Sie wirklich tun, was ich befürchte? Es gibt immerhin noch 147 S51. Ja. Dann ist es aber auch definitiv von 300 Modellen das beliebteste, ne? Ich glaube das und die Schwalbe. Und die Schwalbe, okay. Ja, okay. Wir finden hier auf jeden Fall ein Fahrzeug. Wir behalten das mal im Hinterkopf. Wenn von euch zufälligerweise, neben Mobile, einer das perfekte Fahrzeug hat, kann er sich natürlich gerne bei uns melden. Und das heißt S51 oder eine Schwalbe. Wäre interessant, ne? Und dann würde es mich ja schon mal reizen. Wir wollten eigentlich immer bei uns im Ladenverkauf so ein bisschen was zurechtbauen. Das geht mit dem Auto leider schwer, weil so viel Platz wegnimmt, man eine Bühne braucht und so weiter. Aber so eine kleine Moped-Area konnte man ja schon einrichten, ne? Ja. Wie ist das teilemäßig? Da gibt es wahrscheinlich ohne Ende alles, ne? Gibt es alles Mögliche. Original oder Repro? Das ist Nachbau. Also ich habe mal gehört, dass wohl ein gewisser Laden die originalen Pressen und die originalen Werkzeuge nimmt, aber inwieweit das Original ist, keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die Simson-Preise jetzt auf einmal wieder nach oben steigen und bei Mobile alles demnächst das Doppelte kostet. Nachdem wir jetzt ankündigen, sowas zu machen, das beobachten wir öfter mal. Aber ich finde es cool, weil meine Zeit mit 15 war ja auch, ich hatte damals einen Herkules-Mofa. Habe ich auch gehabt. Ja. Ich habe sogar noch viele, haben sie schon ersichtet, bei mir oben vor dem Golf 1 steht noch so eine Prima 5S ja. Mit Fußschaltung. War ja auch ganz selten. Mal gucken, vielleicht müssen wir so ein Ding mal fertig machen. Ja, so. Okay, hier gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, weil wir sind eigentlich deswegen hier. Aber kleine Zwischenszene. Das Auto war ja erstmal, das hat man glaube ich schon im allerersten Teil gesagt. Wie lange hast du das Auto schon? Jetzt exakt 15 Jahre. 15 Jahre schon. Heftig. Wir machen mal kurz eine Umfrage rein.
wie viele Leute von euch ein Auto schon mal 15 Jahre besessen haben. Bin ich mal gespannt auf das Ergebnis. Kann man die eigentlich auch im Handy sehen, die Umfragen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bin mir auch nicht sicher. Es kann sein, dass ihr es nur, also wundert euch nicht, wenn ihr jetzt hier keine Umfrage sieht, dann liegt es daran, dass ihr im Handy guckt, aber vom Desktop aus kann man das auf jeden Fall machen. Ich bin mal gespannt, weil ich glaube, dass auch heutzutage die Autos einfach, zumindest gerade bei den jüngeren Zuschauern von euch, relativ schnell gewechselt werden. Ne? So, ja. 15 Jahre, okay, das war auch die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Kurz danach, ja. Ja. Damals hast du den direkt auf 1.8T gebaut? Nee, ich habe den eigentlich gekauft, weil ich habe zu meiner Lehrzeit halt an meinem Alltagsauto rumgeschraubt, den auf von Saugdiesel auf Turbodiesel umgebaut und habe dann nach der Lehre hatte ich mir einen A3 gekauft und habe dann gesagt, ich brauche irgendwas zum Schrauben. Sonst auf dem Dorf war es ja Langeweile, ne? 1.9 TDI war das, ne? Der A3, ne? Nee. Also der TDI, der A3. Ja, das war mal 1.9 TDI, ne? Weiß ich nicht. Und hat sogar mal einen als Allrad auch, ne? Ja. Sowas. Davon kommt hier das Getriebe rein, der Strang. Und dann hatte ich den gekauft, ohne Motor, ohne alles. Der war, ich muss mal gucken, ob ich davon noch ein Bild habe. Der hatte weiße Kotflügel, dann hatte ich eine weiße Haube bekommen, eine weiße Stoßstange vorn. Und so bin ich auch das erste Jahr, das Treffen 2007. Da warst du auch in Hessen irgendwo. Ja, weiß ich noch, da warst du aber schon 1.8T. Da war schon 1.8T, ja. Da bin ich aber damals noch. Ich werde deine Konsole niemals vergessen von deiner Schaltung. Diese originale, genau, das Ding einfach nur oben draufgesetzt. Genau. Okay, also mir blutet so ein bisschen das Herz, wenn ich eigentlich das Auto sehe, weil der war ja eigentlich schon richtig gut am Ende, ne? Der war eigentlich perfekt, ja. Genau, der war komplett durchrestauriert, da war alles ein bisschen in der Zecke. Nie Rost gehabt. Ja, also er war aber komplett neu lackiert, es war alles schön, alles gut. Dann sollte irgendwann diese dezente Zelle da rein. Ja. Wie viele Meter sind das? Einige. Genug, ausreichend. Ja. Und ich kann es allerdings vollkommen verstehen, weil gerade nach 15 Jahren, du machst das ja auch nicht, weil du einfach nur das Auto haben willst, sondern weil die Schrauberei auch Spaß macht. Ja. So, und da ist es halt einfach so, wenn du 500 PS mit Frontantrieb, keine Ahnung, wie viele Jahre bist du es gefahren, aktiv gefahren, 5, 6, 7 Jahre so? Ne? Drei mit 500 PS. Ja, okay, weil dann halt mit 400 auch nochmal ein paar Jahre und so weiter. Ne? Ja. So, wenn du da ein paar Jahre mit gefahren bist, es gibt immer eine Steigerung, damit man einfach das Spaß am Auto behält. Ne? Und deswegen hast du dir dann gesagt, hier muss Allrad rein. Ich habe mir jetzt gesagt, wenn er lackiert werden muss, wegen der Zelle, dann kann ich auch die Bodengruppe umbauen. Oh. Weil wenn ich das jetzt nicht mache, vorm Lackieren, dann ärgere ich mich danach wieder, dass ich es nicht gemacht habe, weil dann mache ich es nicht nochmal, weil dann muss ja nochmal alles lackiert werden. Wie machen wir weiter? Okay, 1.8T bleibt. Allrad. Ich nehme an, gleich anderes Getriebe. Das ist ein 02M. Das ist jetzt erstmal nur mein zweites Getriebe, was ich hatte. Da wusste ich, dass innen drin die Synchronringe kaputt waren. Das hatte ich vor zig Jahren mal gewechselt bei jemandem. Und deswegen habe ich das jetzt einfach zerlegt, die Teile alle in Kisten gelegt, damit ich erstmal was habe zum Anpassen. Und jetzt bin ich aber auf dem Trichter, dass ich vielleicht sogar auf DSG gehe. Bloß ein DSG-Getriebe zu kriegen, ist schwierig. Also ich finde es schwierig, andere vielleicht nicht. Immer wenn ich es bei eBay und so eingebe, dann steht halt da der Preis. Da denke ich mir so, geht ja. Und unten drunter am Text steht, dass die halt ein anderes Getriebe zurückhaben wollen. Muss das irgendein bestimmtes sein? Na, wenn es geht vom Diesel, ich will ja wieder eine gewisse Geschwindigkeit erreichen. Patrick ist nämlich tatsächlich mit diesem Scirocco damals über 300 gefahren. Ja. Einmal auf dem Navi 301 gesehen und einmal mit David auf dem Beifahrersitz 302 gesehen. Und dann vom Gas gegangen, nie ausgefahren. Ich bin mal gespannt, ob du das heute auch noch machst. Oder ob du heute dann eher so bist, dass du, weiß ich, 280 oder so vom Gas gehst. Nee, weiß ich nicht. Okay, also wenn einer von euch so ein DSG-Getriebe hat, hast du einen Kennbuchschaum zufällig im Kopf? Nee, gar nichts. Könnt uns aber trotzdem lieb gerne helfen, einfach Bescheid sagen. Wir sind ja demnächst auf der Essen Motorshow auch. Da werdet ihr auf jeden Fall einen von uns antreffen. Einfach Bescheid geben. Okay, cool. Punkt 1, Motor bleibt. Finde ich schon mal sehr gut, weil 1.8T wird ja heutzutage gar nicht mehr so viel verbaut, ne? Viele gehen dann ja doch R32, VR6 und so weiter. Ja, genau. Deswegen 1.8T eigentlich, also für mich ist 1.8T einfach immer so der Beginn der Turbotechnik. Ist einfach irgendwie so, ne? Einen 16V damals auf Turbolader zu bauen, war immer deutlich mehr Action, als einen 1.8T zu nehmen. War mein Anfang in dem Auto. So, da war 16V Turbo davor? Ja. Das war mein erster Motor. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich war im Golfforum erst mit dem 1.8T, erst danach. Ich kenn's nur mit 1.8T auf jeden Fall. Und cool, jetzt Allrad. Wird natürlich fahrspaßmäßig eine ganz andere Liga sein. Zumindest, wenn man jetzt nicht Frontantrieb macht, auch Spaß. Dann muss man aber das ganze Auto so bauen, dass es halt
passend für Frontantrieb ist. Ne? Und Allrad ist halt einfach, kannst du halt einfach immer nehmen. Ne? So, gucken wir mal, ob DSG oder normal. Was müssen wir noch machen? Ich habe... hier war ja schon die Konsole drin, die war ja am Tunnel festgebraten, hier mit so Winkeln. Jetzt habe ich das drumherum ein bisschen weggeschnitten. Die Konsole ist von dir oder die von... Die ist von Wiechers. Wiechers. Man muss dazu sagen, Wiechers hat hier wirklich eine komplette Zelle eingebaut, ne? Eingeschweißt. Ich weiß nicht, ob du mal nach oben filmst hier. Ja, ja, wir legen da auf jeden Fall gleich ein paar Sachen rein. Man sieht auf jeden Fall, hier ist ein Dachkreuz drin, ne? Kreuz ist ein bisschen unter- oder übertrieben, ne? Y, man sagt halt immer, das Y-Stück, das müsste eigentlich gerade gehen, aber geht halt bei mir nicht wegen dem Kopf. Und somit geht die Kraft von dem Dom hier drüber, hier runter wieder auf den Dom, über Kreuz quasi in der Causa. Und merkst du einen Unterschied jetzt mit der Zelle drin gegenüber vorher? Ich bin ja nie so gefahren. Nee, also nicht vom Fahren her, sondern einfach nur so, keine Ahnung, wenn du mit einer Bühne hochhebst, wenn du irgendwie eine Tür auf und zu machst oder irgendwie sowas. Ich habe seitdem nie eine Tür drin. Okay. Ich hab den 2015, nee, Anfang 16 so von Wiechers abgeholt. Ich weiß noch, er stand auch zwischenzeitlich mal bei mir in der Halle, wo jetzt der Ladenverkauf ist. Genau. Als das noch kein Ladenverkauf war, da stand er auch schon zwischenzeitlich mal, ne? Ja. Okay. Erstmal nochmal kurz, Thema Allradumbau in diesem Fahrzeug. Gab es logischerweise nie, also Allrad serienmäßig. Genau. Ne? Und du kannst leider einen Scirocco 2 auch nicht vergleichen mit einem Golf 2. Genau, das denken immer viele, ach, ist ja einfach, ist ja ein Golf 2. Ja. Nee, Scirocco 1, Scirocco 2 basieren beide auf dem Golf 1. Demzufolge hat man hier halt einen flachen Tunnel, der geht vielleicht bis hier. Was für ein Tunnel ist das? Ich wollte eigentlich einen Tunnel selber bauen, bin da aber dann von weg und dann ist ein Kumpel hier aus dem Dorf, der hat halt viele Golf 2 Sachen. Der hat mir einen Corrado-Tunnel vorbeigebracht. Das war ein Corrado hat ja den Allrad-Tunnel vom Golf 2. Und diesen hier, der ist vom Passat. Wir haben die beide nebeneinander gehalten und die waren exakt gleich. Also die haben hier ein paar andere Sicken, aber vom Grunde mit der Breite, mit der Höhe ist alles das Gleiche. Wir machen mal Folgendes. Du hast ja so ein cooles Drehgestell für dieses Auto selber gebaut. Wir drehen mal kurz wie so ein Hähnchen auf der Seite. Ja. Mal kurz gucken, ob die... Was willst du halten? Das Drehgestell habe ich übrigens von jemandem bekommen aus der Ecke von Hannover, der hat einen Golf 2 restauriert und habe das dann halt bloß noch verändert, dass es halt für den Scirocco passt. Da könnten wir jetzt so ein bisschen Späne und so rausfallen. Ja, wir werden es überleben. Er muss aber ganz schön genau mittig ausgerichtet haben, ne? Wie leicht er sich drehen lässt. Ich konnte ihn ohne Motor, kannst du den Finger anschnipsen, dann dreht er sich. So, die hat sie ja damals schon drin, ne? Eine Querlenkerabstützung. Das war die. Die habe ich schon länger. Die ist von. Die hat auch richtig Punkte gebracht beim Beschleunigen. Du konntest am Ende die 500 PS mit einer Hand durchbeschleunigen. Meinst du echt, sonst wandert selbst der Querlenker so krass? Ich gehe davon aus, dass. Hier hast du ja gerade den Querlenker drin. Das Rad will ja nach vorn. Zieht das Ding quasi nach vorn. Das heißt, er wandert hier und, nicht und raus. Und zieht sich nach außen. Und hier ist ja die Karosserie, das kannst du ja vergessen bei so einem Auto. Der hat ja keine feste Achse. Ja, ja. Hier ist ja keine Strebe zwischen. Die ist ja vom Scirocco 16V oder Cabrio. Hier habe ich jetzt alles erstmal fest gepunktet, damit ich einen festen Punkt habe. Ne? Okay, das heißt, du hast erst Motorgetriebe ausgerichtet. Ja. Dann die Flex angesetzt. Genau. Dass hier die Kardanwelle durchpasst. Genau. Hab hier, das ist mein Prototyp von den Hinterachshaltern. Der zweite Stand, der ist schon besser. Ah, da kommt genau an diese Schnitte, erinnere ich mich noch. Ich weiß noch, ich wollte meinen Golf 1 zwischenzeitlich auch mal auf Allrad bauen damals. Weiß ich. Und genau, da werden gerade so Erinnerungen wach, dass das genau so geschnitten werden muss. Ja. Hinterachse Golf 2 aber. Das ist Golf 2, ja. Golf 2, Golf 3, Passat ist. Gibt es eigentlich, die haben zwar verschiedene Teilenummern, das gibt aber kaum nennenswerte Änderungen, bis auf den Durchmesser der Buchse hier. Ja, ja. Jo. Was dann anders sind halt die Querlenker, ne? Also das ist mein Wissensstand, was ich so rausgefunden habe. Ob es da jetzt noch richtige Details gibt, wo dann einer sagt, ja, ist der Halter anders oder die hat eine andere Breite. Also alle, die ich bis jetzt gemessen habe, waren exakt genauso breit. Wie hast du das so gemacht? Einfach Flex angesetzt oder irgendwie gemessen, ausgerichtet? Ich habe das erst grob drüber gelegt. Das wusste ich ja, dass man das machen muss. Weil das auch ich dann drüberlegen, ist ja, es hört sich immer so einfach an, aber das ist ja schon ein paar Kilos auch immer. Also das heißt, du hast ihn komplett aufs Dach gelegt? Aufs Dach gelegt, ja. Ist dann natürlich
ziemlich hoch. Das geht dann nur zu zweit. Du kannst ja nicht die Achse nehmen und dann so draufschmeißen, das geht ja nicht. Und dann haben wir einen groben Strich gemacht mit einem Kumpel und dann haben wir einfach mal geflext. Bleibt dann das Synchro-Diff drin? Nee. Ich habe mir eine Leere gebaut, kann ich hier vorne gleich mal zeigen. Da habe ich erstmal die Achse mit dem Synchro-Diff, das sind ja noch die Synchro-Halter, mit dem Synchro-Diff eingebaut. Jetzt für den Nicht-VWler, erklär mal kurz den Unterschied zwischen Synchro und ForMotion. Ein Synchro ist Golf 2, Golf 3 Technik, ist... Wie es da eigentlich jetzt in die Achse reingehören würde? Genau, kann ich dir am Diff gleich nochmal zeigen, ist mit einer Visco-Kupplung, das ist quasi nur ein Ölbad und sobald das halt Reibung erkennt, nimmt das halt mit. Mhm. Das funktioniert sogar, wenn du halt mit Hand drehst. Mhm. Das ist wie so eine, also schon eigentlich wie eine ganz normale, ich sag jetzt mal Lamellenkupplung, genau, die einfach in so einem dickflüssigen Gelee drin ist und die kann halt Newton X übertragen und irgendwann rutscht es halt einfach durch. Ne? Genau. So. Und man kann sie nicht schalten, die ist halt immer zu. Immer an, ja. Und je wärmer das Öl da drin auch wird, je weniger kann die übertragen. Okay, ja. Das wusste ich jetzt nicht. Ich habe mich ein bisschen beschäftigt, weil tatsächlich so eine alte Kupplung ist beim Lambo vorne im Getriebe drin. Ah. Also der Lambo Allrad besteht auch nur daraus, dass vorne Golf 2, also nicht die gleiche, ist schon ein eigenes Teil, aber so sieht es aus. Und natürlich, die kann, sagen wir jetzt bei einem 500 PS Auto Original, kann die vorne vielleicht, ich sage jetzt mal vorsichtig, jetzt eigentlich müssten wir das umrechnen in Newtonmeter, wir sagen einfach mal PS, die kann vorne, sagen wir, 120 PS übertragen. Ja, das heißt, das ändert sich jetzt aber nicht mit mehr Leistung. Das heißt, wenn ich später 2000 PS fahre, kann die vorne immer noch 120 PS übertragen. Vielleicht mit ein bisschen anderer Flüssigkeit und so weiter, was nicht so einfach ist, weil du musst es aufbohren, reinmachen, verschweißen. Kann sie vielleicht 200. Aber das ist so wenig, dass du es fast weglassen kannst. Ne? Ja. So, ja. Deswegen ForMotion. Genau. ForMotion ist aus dem Golf 4. Hat dann quasi eine Hydex-Kupplung. Mhm. Hydex-Kupplung ist quasi gesteuert und wird über Hydraulikdruck zugemacht. Mhm. Sobald der quasi Steuerrät, ABS-Steuerrät über die Radrätselsensoren einen Unterschied feststellt, geht das dann halt zum Hydex-Steuerrät und das schließt dann und öffnet. Das heißt, hat den Vorteil, A, kann die natürlich schon mal mehr ab und ja. B, kannst du zur Not auch nochmal sagen, ich fahre jetzt Frontantrieb. Genau. Könnte man rein theoretisch vom Aufbauprinzip eigentlich die gleiche Kupplung, nur dass du halt steuern kannst und sie halt mehr kann so, ne? Okay, das heißt, die passt natürlich nicht in die Achse rein, das heißt, Achse muss auch noch angepasst werden. Da gibt es Halter zu kaufen, früher mal von Dutchbuild, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber der macht noch was, man sieht ab und zu mal Bilder von dem. Ist mir aber alles zu schwer, habe ich mir zwar besorgt, aber auch nur um Ideen zu kriegen und baue das nochmal um in ein bisschen leichter. Mhm. Meine ersten Bleche habe ich schon lasern lassen und die kann ich dir gleich mal zeigen. Wo du Gewicht sagst, was wog der Scirocco damals als Frontantrieb? Der wog leider 1050 Kilo. Mhm. Weil Scirocco ein bisschen schwerer ist als Golf. Mhm. Ne? Genau. Und mein Ziel ist es eigentlich auch mit Allrad und Zelle auf maximal 1200 zu kommen. Mhm. Eher drunter. Mhm. Aber das denke ich mal ist schon. Ja, an der Kurve, an der Haube, an der Tür. Was machst du mit den ganzen Löchern? Das wird alles wieder verkleidet? Oder wird das so radikal weggemacht und irgendwie anderes Bodenblech, Diffusor, was weiß ich? Also das hier kommt mal weg. Das ist ja erstmal bloß grob weggemacht. Das ist ja hier eingeschweißt. Ja. Hier hinten kommt diese Strebe, wird nach hinten versetzt, wird dann gleich noch die Hinterachshalterung. Und der Rest wird dann angefertigt aus Blech. Und an die Strebe wird, glaube ich, auch das Diff auch noch gestoppt. Genau. Ja. Und muss dann hier halt hier ein bisschen höher, weil die ja in den Innenraum reinragt. Mhm. Und den Rest passe ich dann an. Ich werde wahrscheinlich auch das hier noch wegnehmen, weil das ja ziemlich flach ist. Ja, hier soll dann der Tank hin, hier und hier. Mhm. Und so habe ich ja kaum Volumen. Okay, wir gucken mal einmal Diff. Achse Nummer 2. Ich habe 3 Stück. Ein liegt noch drüben. Drüben? In der Heimat? Heimat musst du noch sagen? In der Heimat, ja. Das wäre der Halter von Dutchbuild, wird aber ziemlich massiv gebaut. Und hier haben sie dann noch dicke Buchsen drin und die Buchsen habe ich komplett weggelassen. Und das ist dann halt alles, hier siehst du, alles ein Ticken besser gebaut, also anders. Mhm. Meinst du aber, ist wirklich am Ende auch steif genug? Ja, hält. Wird noch aus anderem Material gemacht. Wird die Achse direkt auch an der Karosse verschraubt später? Hier, über diesen Halter. Also quasi über Diff an dem Halter? Ja, okay. Ich habe jetzt sogar von einem gesehen, dass der diesen Halter gar nicht hat. Der hat das Diff
Das komplette Diff hängt hier hinten an den Schrauben dran, in der Achse. Mhm. Das verstehe ich nicht so ganz, wie das dann funktioniert, weil die ganze, über den Hebel der Schrauben hinten, Ja. Passt ja den Drang nach unten. Ja, cool. Wir müssen mal gucken, wie wir das Ganze filmerisch jetzt so begleiten, weil wir auch natürlich nicht immer herkommen können. Ich denke mal, wir nehmen so die wichtigsten Steps auf jeden Fall mit. Ja. Was auf jeden Fall cool ist, 1.8T habt ihr ja gerade noch bei Benny im Polo gesehen. Da gibt es natürlich noch viel mehr darüber zu erzählen, gerade auch so technisch gesehen. Und wir können dir auf jeden Fall ab und an mal eine Kamera hier lassen, weil ihr findet ja die Zeitraffer immer so geil. Da können wir auf jeden Fall ein paar Zeitraffer. Weil, was schätzt du, wie lange wird das noch dauern? Ich hoffe, dass ich im Frühjahr so weit bin, dass der rollt. Mhm. Und dann ist halt die Technik angesagt. Ne? Technik wird halt nochmal Geld kosten. Ich habe meinen ganzen, was ich so hatte, Turbolader, Krümmer, alles verkauft. Mhm. Und da soll jetzt ein anderer Lader drauf. Und dann bin ich halt noch am Überlegen, auf 2 Liter zu gehen. Mhm. Das werde ich auch wahrscheinlich machen, aber es kostet alles. Ne? Brauchen müsste ich nichts ersetzen. Ja, wegen Ansprechverhalten. So ein cool. Wo willst du leistungsmäßig ungefähr hin? Das wird nicht viel mehr werden. Das werden so 500, 550 werden. Aber mit dem Lader, den ich jetzt verwenden werde, hoffe ich ein früheres Ansprechverhalten. Mhm. Dadurch ein besseres Band. Also das soll jetzt so eine richtige Fahrmaschine werden? Ja. Mhm. Okay, cool. Ich würde sagen, so viel zum Thema Scirocco Allrad. Ja. Gibt's schon? Ja, ne? Hat schon mal einer gebaut. Gibt's mehrere. Jetzt war, dieses Jahr war Sonderausstellung in Wolfsburg zum Scirocco. Und da stand sogar einer, der hat das Ding in den 2000er Jahren komplett umgebaut auf Golf 3 V6 Synchro. Ja. Der hat aber dann die ganzen Partien, wo die Achse rankommt, alles vom Golf 3 eingeschweißt. Ja. Der hat mir Bilder geschickt, also ich habe mit dem Kontakt aufgenommen. Der hat dann komplett mir, also hat mir Bilder gezeigt und der hat das halt komplett umgebaut. Und der sieht halt aus wie Serie, ne? Ja, krass. Das ist der Hammer. Ja, bitte kauft jetzt nicht mobile auf, lasst mir eine Simson über. Und da sehen wir uns im nächsten Video. Hat Spaß gemacht. Ciao. Find me.